Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo wieder mal. Nein, es ist noch nicht der Stream. Nein, ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall zwar nochmal streamen, aber das möchte ich heute jetzt nicht ankündigen. Sondern, wenn ihr mal auf den Kalender schaut, ne, stellt ihr fest, wir könnten schon so ein bisschen nah am Dezember dran sein. Ja, denn morgen ist der 1. Dezember und ich habe mir versprochen, ich möchte dieses Jahr auch wieder, wie auch in den vergangenen... Oh, wann habe ich meinen ersten Adventskalender gemacht? War das 2014? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oder 2013? Ob wir wie in den vergangenen Jahren, möchte ich auch dieses Jahr gerne einen Adventskalender machen. Das heißt, ab morgen, oder besser gesagt ab heute 0 Uhr, also ab dem Zeitpunkt, wo es das nächste Mal 0 Uhr erreichen wird, jeden Tag bis zum einschließlich dem 24. Dezember ein Video freigegeben werden. Und zwar jeweils um 0 Uhr. Warum 0 Uhr? Das erkläre ich eigentlich, glaube ich, auch jedes Jahr auch immer aufs Neue. Ich mochte es früher sehr gerne als Kind, ne? Also gerade als Kind. Als ich dann morgens im Aufwachen bin vor der Schule oder vor was auch immer oder auch am Wochenende, immer morgens aufzustehen und dann erstmal zum Adventskalender zu rennen, in mein Säckchen zu gucken und denken, oh geil, wieder ein Napo oder ein Schoko-Nikolaus oder sonst irgendwas. Ja, und das Gefühl möchte ich halt damit auch gerne vermitteln, dass ihr, wenn ihr dann morgens aufwacht, direkt irgendwas habt, wo ihr euch vielleicht drauf freuen könnt. Wenn ihr auch vor allem selbst keinen Adventskalender habt, ich habe jetzt sogar mittlerweile zwei, aber ist ja egal, ich mag halt Weihnachten. Ja, und wo ich dann Spiele vorstelle, also sind natürlich immer Spielegeschichten, die ich euch da vorstellen werde. Von Spielen, wo ich mir denke, davon Let's Play zu machen, ist vielleicht nicht ganz passend. Oder, okay, das Spiel kennst du gar nicht, vielleicht bietet sich das ja irgendwann mal dazu an, mal ein Let's Play zu machen, aber kann man erstmal reinschnuppern. Ja, und da decke ich eigentlich alle Konsolen ab, oder fast alle Konsolen, ist auch sehr gut, ne, sehr logisch, die ich hier überall rumstehen habe. Also von der Dreamcast, über Amiga, über Atari, PlayStation 1, 2, 3 natürlich, 4 auch, Nintendo 64, Xbox, also ich gucke überall durch, was ich habe, gehe mal durch die Regale dann auch meistens so Ende Oktober einmal durch, so zu Halloween rum. Und überleg mir dann, was könnte jetzt ganz gut vielleicht dieses Jahr reinpassen, oder was möchtest du vielleicht einfach mal zeigen, was möchtest du selbst überhaupt mal spielen? Wovon ich bisher nur was gehört habe. Ja, da kommt dann alles zusammen. Von richtig coolen Spielen, wo ich mir wirklich überlege, hinter Let's Play von zu machen, über, okay, das Spiel fand ich damals geil, ist aber jetzt nichts, ne, was jetzt sich als Let's Play eignet, aber so ein Video kann man dafür schon mal investieren. Bis hin zu, oh mein Gott, was ist das für ein Kack? Ist wirklich alles dabei, auch dieses Jahr wieder. Ich habe es den Großteil allerdings erst aufgenommen zum momentanen Zeitpunkt. Ich nehme das jetzt gerade live auf, in 3 Stunden wird das Video freigegeben werden. Also live in Anführungsstrichen. Und ja, das ist auch wieder das Logitech-Ding da in der Ecke, unten rechts, ne? Ich weiß immer noch nicht, wie man es wegbekommt. Aber ich habe mich auch nicht damit beschäftigt. ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch darauf freuen werdet. Wie gesagt, bis zum 24. Dezember einschließlich gibt es jeden Tag dann ein Video morgens. Und ja, das wäre es eigentlich erstmal dazu. Ich will gleich noch ein bisschen was anderes darüber erzählen. Ich wollte jetzt nur noch mal darauf hinweisen, ich habe hier noch ein Päckchen bekommen vom Manuel. Es ist aber schon offen. Es ist wieder mal ein Film gewesen. Warum ich das aufkomme, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Verpackung beschädigt ist, weil sich das so ein bisschen weich anfühlte. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre ein Spiel, muss ich dazu sagen. Und es fühlte sich so irgendwie so leicht an. Sie haben gedacht, mach das erstmal auf. Es ist auf jeden Fall König der Löwen, ja. Nicht die alte Verfilmung, sondern die neue Verfilmung, die, glaube ich, dieses Jahr erschienen ist erst. Also die Realverfilmung. Da gab es jetzt auch nochmal ein Remaster, Remake, wie auch immer, von Aladdin. Was mich auch sehr interessiert. Und davon habe ich sogar das Buch hier. Hat mir der Manuel nämlich auch ausgeliehen gehabt. Habe ich aber bisher noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Denn mir 3 Bücher ausgeliehen und eins habe ich jetzt zu 3/4 ungefähr durch. Und das ist auch schon ein bisschen her. Ich komme da momentan einfach nicht so viel zum Lesen. Habe mich auf jeden Fall super gefreut, Mann. Und ich werde mir den heute auch noch reinziehen. Auf jeden Fall. Nur ich muss heute viel rendern. Vielleicht mache ich das auch morgen. Mal gucken. Ich werde mir den auf jeden Fall jetzt am Wochenende reintun, weil König der Löwen fand ich richtig geil als Kind. Also eigentlich beide Filme. König der Löwen und Aladdin. Ich glaube, ich kenne die heute noch auswendig, die Filme. Ich habe die so oft früher geguckt. Ich habe auch die Serien, die danach kamen. Da kam ja immer samstagmorgens Aladdin, auf jeden Fall. Und natürlich auch, ich glaube, König der Löwen war es, glaube ich, nicht, sondern Timo und Pumba. Ich habe halt immer geguckt, immer wenn es lief. Immer, ich glaube, Kabel 1 war das meistens, ne? Dann kam ja auch noch immer Herkules und alles. War schon geil, ne? Kommt das heutzutage noch, solche Serien? Ich habe vor kurzem sogar mal geguckt, ob es das vielleicht auch bei Amazon Prime zu holen gibt, aber habe ich leider nichts gefunden, ne? Ja, auf jeden Fall vielen Dank, Manuel. Habe ich wirklich sehr gefreut und ich bin mega gespannt, weil das ist jetzt, glaube ich, alles so ein bisschen erwachsener gemacht worden. Klar. Großteil der Leute, die den Film gucken, ist natürlich, ne, die den alten Film kennen, gehe ich mal von aus. Da gab es ja auch mal vor, weiß ich, 10, 15 Jahren auch mal hier Musical vor, da ist ja auch so durch die Decke geflogen, ne, vom Interesse her und vom Erfolg her. Und klar, ne, natürlich die Leute, die sich diesen Film angucken, die kennen das Original, ne, also ich sag mal zu 80-85% der Leute, die diesen neuen Film gucken. Und klar, natürlich ist das ein bisschen erwachsener gemacht worden, im Gegensatz zu früher, ne. Ja, aber hab mich wirklich mega gefreut. Alle interessiert mich auch, ne, da bin ich auch mal gespannt, weil irgendwann wird's den auch bei Amazon Prime geben, gehe ich mal von aus. Mit Will Smith ist er, glaube ich, sogar, ne. Weil den werde ich mir auch auf jeden Fall auch nochmal irgendwann reintun.
Auf jeden Fall vielen Dank, Manuel. Ich habe jetzt nur gesehen, dass ihr oder jemand von euch ab und zu schreibt ja auch mal, ja, hier, ne? Ich würde auch gerne was zuschicken. Wie können wir das denn am besten machen? Ja, klar. Das habe ich jetzt auch in den letzten Unboxings, wobei ja auch momentan super wenige sind, wenn man mal bedenkt, am Anfang, als ich mit Unboxing angefangen habe, alter Vater, das war richtig viel. Da habe ich fast pro Tag ein Paket bekommen gehabt, über einen gewissen Zeitraum hinweg, bis ich dann eigentlich umgezogen bin, ziemlich genau. Und das war also ursprünglich... Unboxing war ja aus der Idee entstanden, okay, ihr habt vielleicht irgendwas zu Hause, was in der Ecke vergammelt und ihr wollt das loswerden, also alte Spiele, ihr habt die Konsole nicht mehr und sowas in der Richtung. Ja, das war eigentlich die Ursprungsidee mal gewesen, ne, von wegen, wenn ihr was habt, dann schickt das ruhig zu, keine Frage, fragt mich, ihr kriegt die Adresse. Ja, und das hat sich dann letztendlich in so eine Richtung hin entwickelt, also gerade bei Manuel, der gibt richtig Geld dafür teilweise aus, ne, und das müsst ihr in keinster Weise, ihr müsst mir auch nichts zuschicken, wirklich überhaupt nicht, nur wenn ihr Lust habt, mir was zuzuschicken, dann schreibt mich einfach bei Facebook an, unten hier in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt mal die ganzen anderen Links rausgeballert, außer natürlich die Unboxing-Playlist. Steht auch noch der Link drin zu meiner Facebook-Seite. Wenn ihr was schicken wollt, dann schickt mir einfach eine Nachricht. Sag, hör mal, Dennis, ich habe hier was, das möchte ich gerne zuschicken. Kannst du bitte eine Adresse geben? Und ja, dann antworte ich euch darauf. Weil, also mir ist gerade nur eingefallen, dann antworte ich euch darauf irgendwann, muss man dazu sagen. Wenn ich sowas gemacht habe, dann klappt, weil ich bin relativ selten bei Facebook online, also vielleicht mal einmal die Woche oder so, dann schreibt mir ruhig bei YouTube dann irgendwie einen Kommentar oder so, hey, guck mal bei deinen Facebook-Nachrichten nach, ne, weil ich verballe das wirklich sonst. Und auf jeden Fall, wenn ich das gesehen habe, dann antworte ich euch, dann kriegt ihr meine Adresse, wenn ihr mir was zuschicken wollt. Und ja, wenn es dann angekommen ist, ne, Unboxing, dann passt das. Auch natürlich dann mit Namensnennung alles, ne. Deswegen... Wäre es gut, fällt mir gerade ein, wenn ihr mir bei Facebook dann schreibt, wenn ihr mir, dass ihr mir was zuschicken wollt, dann klopft am besten euren YouTube-Link direkt mit rein, weil dann kann ich nämlich direkt da rauskopieren, dann passt das ganz gut. Gut, okay, das wäre es dann eigentlich auch dazu. Zu guter Letzt wollte ich euch nochmal mitteilen, was euch sonst noch im Dezember erwartet, weil der ist relativ vollgepackt. Also neben dem Adventskalender natürlich die Let's Plays gehen ganz normal weiter. Das heißt pro Tag 2 Videos, ne, mit Ausnahme von vielleicht Let's Play geht zu Ende oder Let's Play fängt neu an. Dazu wieso. Dann gibt es am 25. Dezember... Also nachdem der Adventskalender beendet worden ist, erstmal das Jahresabschlussvideo, was ich ja eigentlich sonst immer so meinem Jahrestag versuche anzugleichen, aber wenn dann erstmal normale Videos kommen und dann nochmal die Let's Play Pass, dann noch ein Adventskalender-Video und dann nochmal was oben drauf, wäre das ein bisschen viel. Deswegen habe ich mich immer dazu entschlossen, das Jahresabschlussvideo immer zum 25. Dezember zu machen, weil das ist auch ein Feiertag, da hat man meistens genug Zeit und ich laber ja da auch gerne mal eine Stunde oder so. Jo, und was ja auch noch dazu kommt, ne, denn am 20. Dezember, wenn wir schon mal beim Jahrestag sind, jetzt sind dieses Jahr 10 Jahre, ne? Und ich denke mal, ich werde die letzten 20 Tage auch noch überleben. Das heißt, ich werde den Tag erreichen. Das ist das Problem, was ich da nämlich habe. Ja, ich werde ja auch ein paar Videos machen zu dem Jubiläum. Ich nenne es extra nicht Special oder sonst irgendwas, weil das, dann erwartet ihr wahrscheinlich zu viel. Ich werde auch nur labern. Mehr ist das nicht. Ich werde nur labern. Ne? Also schlicht und ergreifend ein paar Videos machen, wo ich dann auch noch mal ein bisschen was labern werde, also thematisch natürlich schon irgendwo fixiert auf etwas, ne, nicht einfach nur über Gott in die Welt, wobei ich dahin abschweifen werde, oh, da kam gerade irgendwie voll die Sonnenspiegelung, ist heute super Wetter, echt schweinekalt, Sonne scheint, sowas mag ich. Das heißt, Dezember wird relativ vollgepackt sein mit Videos, ja, starten eigentlich ab morgen, wo der Dezember natürlich auch startet. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr freut euch. Ihr freut euch auf den Adventskalender, ihr freut euch auf alle anderen Videos, die vielleicht noch kommen werden. Und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass euch das gefallen wird, was ihr da euch dann anschaut. Jo, gut. Das wäre es eigentlich von meiner Seite. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Außer, ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen ersten Advent auf jeden Fall. Ja, vielleicht habt ihr schon lecker Essen dann da. Ich kriege morgen ein Plätzchen von meiner Mutter, selbstgebackene. Oh ja. Habe ich wieder eine LKW-Ladung hier. Und die sind echt super lecker. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Und ja, man sieht sich halt vielleicht heute Nacht beim ersten Adventskalender-Video wieder. Also, bis dahin. Tschüss.